Moin und herzlich willkommen auf den PLW Review Kanal. Heute stellen wir euch einen First Lieutenant der First Signal Brigade 1970 in Vietnam Quyen Yong vor. Die Aufgabe dieser Einheit war, Relaisfunk im Süden Vietnams aufzubauen. Und das Interessante daran ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Vietnamkrieges und auch aller Kriege satellitengestützter Funk genutzt wurde. So hatte man die Möglichkeit, selbst im hinterletzten Schützengraben an der Grenze von Kambodscha bis ins Pentagon zu funken. Als Ausrüstung haben wir wieder den Standard M1-Helm mit Mitchell-Bezug. Hier vorne noch Streichhölzer und ganz interessant mit Farbstift hier vorne noch den Balken des First Lieutenants hingemalt. Das hat man bei mehreren Soldaten höheren Dienstgrades gesehen. So konnte man direkt vor einem erkennen, welcher Dienstgrad er hat, ohne dass aber ein metallisches Pinnteil die Sonne reflektieren konnte und dadurch eventuell die Position verraten würde. Als Uniform sehen wir eine Tropical Uniform im Third Pattern Variante. Hier die Knöpfe verdeckt, die Patches, die Brigade, US Army und der Name hier in Oliv ausgeführt, das sogenannte Subdued und somit einen deutlich höheren Tarneffekt als Mitte der 60er, wo alles bunt war. Auch interessant, die Uniform ist in Ripsop ausgeführt, auch eine Erfahrung, die man durch die Kämpfe im Dschungel gemacht hat. Als Koppel sehen wir hier wieder ein standardmäßiges M1956. Webbing mit Wasserflaschentaschen, zwei Magazintaschen, noch Granaten mit dran, der Rücken aber frei für den Rucksack. Um den Soldaten herum noch hängend ein Bandolier, wieder gefüllt mit 27 Schuss Magazintaschen. Und als Hauptbewaffnung ein XM177. Sieht aus wie das bekannte M4, ist aber der Vorgänger davon und ein bisschen geändert. Der Lauf ist kürzer, dadurch ein sehr massiver Mündungsfeuerdämpfer und kein abnehmbarer Tragegriff, sondern wie beim M16 E1 und auch A1, sowohl dem A3, fest im oberen Gehäuse montiert. Ein interessantes Detail zu den Universal Ammo Pouches ist, es sind dieselben Taschen wie auch für die M14 Magazine. Da die M16 Magazine aber ein bisschen kleiner sind, haben die Soldaten unten verschiedene Dinge hineingestopft. Hier sehen wir zum Beispiel, hat der Elias ein kleines improvisiertes Nähset drin. Andersherum wurden da auch gerne mal Socken verwendet. Hauptsache man kam besser an die Magazine heran. Weiter am Webbing sehen wir hier wieder die Kompasstasche, auch wieder gefüllt mit Verbandszeug. Den Deckel nach unten, damit es von alleine durch die Schwerkraft herausrutscht und man nicht das große Gefummel bekommt. An der Magazintasche sehen wir hier eine M67 Baseballgranate an den Schlaufen festgemacht. Hier ein deaktiviertes Original, deswegen das Loch ist da normalerweise nicht. Auf der anderen Seite des Suspenders sehen wir einen Karabinerhaken. Diese wurden normalerweise von luftverlegbaren Crews genutzt, um verschiedene Sachen im Hubschrauber festzumachen. Diese gingen aber gerne mal abhanden und wurden von den Soldaten in anderen Weisen genutzt. Hier zum Beispiel für den Zweck, dass wenn die Soldaten über Flüsse rübersetzen müssen, damit die Ausrüstung nicht nass wird, dann hat man ein Seil über den Fluss gespannt, die Ausrüstung dort angehängt und rübergezogen. Am Rücken sehen wir hier einen Lightweight-Rucksack, auch mit verschiedenen Anbauteilen. Das würde jetzt aber den Rahmen des Videos übersteigen. Aber wenn ihr Interesse habt, solche Ausrüstungsteile ein bisschen mehr im Detail zu sehen, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Interessant, zwischen der Third Pattern und der First Pattern ist nochmal direkt zu sehen der Vergleich. Offene Knöpfe und hier verdeckt unter einer Lage Stoff. Und ebenso diese Hose in Ripstop hier nicht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.